Das heißt, ich kann natürlich genau diese Methode auch ausnutzen im Porträtbereich. Das heißt, um Hauttöne zu verbessern, ich brauche nur ein Referenzbild, das ich mir hernehme, die Infopalette öffne und hier meine Referenz auslese. Das heißt, ich gehe hier ins Bild und notiere mir wieder diese Werte. Im konkreten Fall haben wir 221, 139, 91. Das Bild braucht man im Prinzip nicht mehr. Die Werte habe ich mir notiert. Das heißt, ich schließe dieses Bild, gehe auf mein Foto, das ich verändern will, in der Ebenenpalette auf die Einstellungsebene Gradationskurve und muss nur festlegen den Bereich, der verändert wird. Das heißt, Command Shift oder Steuerung Shift Klick. Fixiert mir in den einzelnen Kanälen diesen Punkt, den ich verändern will. Ich habe hier den Ist-Wert der Farbe und gebe jetzt den Wert ein, den ich haben möchte. Ich darf mich jetzt nicht verunsichern lassen. Erst wenn ich alle drei Werte eingegeben habe, muss mein Ergebnis stimmig sein. Das heißt, ich habe die 139 jetzt im Grün eingegeben und als letzter Wert der Blauwert mit den 91. Und jetzt habe ich exakt die Farbe im Hauptbereich, die ich aus dem anderen Bild übernommen habe. Das heißt, ich kann hier zwar jetzt noch über die Deckkraft verstellen, wie intensiv ich diesen Hautton aus dem anderen Bild übernehmen will, respektive wir haben eine Einstellungsebene, die mit einer Maske verknüpft ist. Das heißt, ich kann hier jederzeit diese Einstellungsebene mit meinem Pinsel und schwarzer Farbe bearbeiten, um hier die Bereiche nur partiell zu verändern, die ich verändert haben will. Wenn ich das so großzügig gemacht habe wie hier, kann ich jederzeit natürlich wieder umschalten und mit weißer Farbe. Ich kann natürlich auch mit der Deckkraft hier spielen und hier partiell genau diese Hautfarbe auftragen, die wir im anderen Bild hatten.